Okay, dann sind wir live. Ja, erstmal danke, dass ihr gekommen seid. Ich wollte kurz ein kleines Projekt vorstellen, das sich über die letzten Jahre halt immer wieder halt ab und zu halt weiterentwickelt habe und was jetzt eigentlich ganz gut benutzbar ist und deswegen möchte ich es jetzt einfach mal vorstellen. Das nette Programm nennt sich Cutnote oder das Projekt. Und zwar geht es darum, um ein dezentrales DNS-System. DNS-System, für die, die es nicht wissen, halt, also DNS steht für Domain Name System. Das ist da quasi halt das, was halt zum Beispiel, wenn man im Browser google.de eingibt, dann wird das irgendwie halt über dieses sogenannte DNS-System, was wir haben, halt aufgelöst in einer IP-Adresse und dann kriegen wir halt die Webseite. Und das ist halt eine zentrale Stelle, da muss man halt für ein bisschen Geld halt sich das halt anmelden halt, damit man halt irgendwie Name hat und den irgendwie meinname.de. Genau, aber diese zentrale Struktur kann eben dafür genutzt werden halt für verschiedene Dinge, für Zensur und so weiter. Deswegen habe ich mir mal überlegt halt, wie man das dezentral lösen kann, vor allem halt so mit dem Fokus halt auf OpenWrt, also dieses Embedded Linux halt für Off-the-Shelf Router. Und warum habe ich sowas gemacht? Ich habe schon genannt, Censorship. Also wenn jetzt ein Staat meint halt, wir wollen diese Webseite halt, dass die nicht erreichbar ist, dann schmeißen wir die einfach aus diesem globalen Register halt raus oder aus dem Landesregister. Im Grunde halt geht es darum halt, unabhängig vom DNS-System zu sein. Da gibt es halt verschiedene Sachen, die es schon gibt, halt zum Beispiel Namecoin zum Beispiel. Aber wie man sich vorstellen kann, also diejenigen, die Namecoin kennen, das wird nicht auf dem Router laufen. Da braucht man ein paar Gigabyte Speicher wahrscheinlich dafür, mindestens für die sogenannte Blockchain und so weiter. Will ich jetzt aber auch nicht drauf eingehen. Ansonsten lässt sich halt ganz gut halt für als DNS-Replacement verwenden halt. Das heißt, oft gibt es halt die Möglichkeit, man hat selber einen Server und man möchte auf den zugreifen. Und dieser Server halt, dafür braucht man eben Namen und anstatt halt eine eigene Domain halt irgendwie sich anzumelden halt, gibt es die Möglichkeit ganz billig halt bei irgendwo halt was, so eine sogenannte Subdomain halt anzumelden. Das heißt zum Beispiel, ich habe netcap.de, jetzt keine Ahnung, ob das da geht, also es ist halt eine Subdomain. Aber wie auch hier, dann hat halt, das ist immer unschön, weil man dann halt irgendwie so eine Überdomain halt verwenden muss. Und außerdem können die natürlich immer auch sagen, hier, nee, ist nicht mehr erreichbar. Also da gibt man halt Fremden die Möglichkeit halt, den eigenen Content, halt den eigenen Server nicht mehr erreichbar zu machen. Über DNS jedenfalls. Für mich war es halt Spaß und die Idee halt auch für Freifunkrouter das zu benutzen. Und zwar läuft es ja so, dass die Freifunkrouter sich, wenn sie am Internet hängen, ja auf so einem Server halt zugreifen. Und und da wir ganz gerne halt das Freifunknetz möglichst dezentral haben wollen, wäre es vielleicht eine Idee halt, vom DNS-System unabhängig zu sein. Also wenn es darum geht, halt, dass dieser Freifunkrouter halt am Internet halt den Server findet. Also vpn1.freifunk.communitynamen.de zum Beispiel. Also es wäre ganz nett halt, wenn man das nicht irgendwo halt anmelden müsste bei einer zentralen Registry und Geld bezahlen müsste eventuell dafür. So, wie funktioniert das Ganze? Es ist eigentlich ein ganz simples Konzept, weil OpenWrt hat ja auch nicht viele Ressourcen. Also, ich benutze einfach quasi halt die BitTorrent.at, Distributed Hash Table. Also im Grunde halt den Mechanismus halt, den BitTorrent verwendet halt, um zu gucken halt, ich habe irgendwie einen String halt, also irgendwie eine Domain kann das sein, oder eben halt der Hash von irgendeinem Block von einem Film oder wie auch immer halt. Und diese Datenstruktur über das Internet, die hat die Möglichkeit halt dezentral halt irgendwelche IP-Adressen dazu zu finden, die behaupten halt, dass sie irgendwas damit zu tun haben. Außerdem verwende ich halt Embedded TLS für die Krypto und TLS, also TLS im Sinne von HTTPS, das verwendet halt so eine TLS-Session und macht dann drüber HTTP. Das ist eigentlich ganz cool, weil die Library ist da halt schon drauf und ja, wir haben da schon Sachen halt, die wir dann halt nutzen können, da komme ich gleich drauf zu. Kurz noch, es ist natürlich Open Source, ich habe es in C geschrieben, weil es möglichst schnell und portabel ist. Ich rate jetzt einfach mal ein paar Features runter. Also es ist verdammt klein. OpenWrt hat ja so ein SquashFS meistens oder was man sonst noch hat, also
komprimiertes Dateisystem und das Paket halt für Cutnote ist halt nur noch 35 Kilobyte groß. Die Crypto Library ist da standardmäßig eben schon drauf, weil man dann halt einen Webserver hat mit HTTPS. Ja, IPv4, 6 wird unterstützt und ich habe auch Pakete für natürlich OpenWrt, Debian, Arch, Linux, FreeBSD. Windows, macOS habe ich eigentlich auch, aber die habe ich letztens kaputt gekriegt. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Dann gibt es noch sowas wie Local Peer Discovery, das ist dafür nötig für diese BitTorrent-Datenstruktur, um halt Sachen zu finden. Da muss man halt irgendwie andere Knoten oder mindestens einen anderen Knoten halt finden, halt, damit man den fragen kann. Also das Ganze funktioniert so im Grunde halt, ich suche irgendwie eine Domain, ich kenne jetzt ein paar Leute schon, ich frage mal danach und dann frage ich mich irgendwie durch und einer weiß es dann halt. genau, ansonsten... Das Wichtige hier ist, ich habe Unterstützung für PKI, also das ist die Public Key Infrastruktur. Und zwar ist es so, dass wir ja für die Browser halt für HTTPS ja schon diese Zertifikate haben, was zentral vergeben ist leider. Aber das halt kann man auch schon unterstützen. Da komme ich jetzt zu, weil das ist irgendwie das Feature, das ist zwar dann nicht wirklich so dezentral, weil man immer noch halt diese zentrale Registrierung halt nutzt, aber immerhin halt keinen DNS-Server mehr braucht. Ist im Grunde halt, ich habe eine Domain und ich habe so ein Let's Encrypt halt irgendwelche Zertifikate bekommen. Dann habe ich auf meinem Server dieses Cutnote-Instanz halt am Laufen und ja, da gebe ich halt diese Zertifikate, der announced das irgendwie im Netzwerk halt global halt, dass ich halt diese Domain habe, mein Name DE oder wie auch immer. Und auf die Instanz halt auf dem anderen Rechner, auf meinem Laptop zum Beispiel halt, die fängt dann halt alle Domains halt ab, die auf .p2p enden. Also ich könnte im Browser schreiben, mein Name .de.p2p im Browser oder für SSH. Und das würde dann halt auf Systemebene abgefangen werden und durch diesen Daemon Cutnote halt dezentral über das BitTorrent-Netzwerk aufgelöst werden. Und die Authentifizierung halt unten drunter, die funktioniert dann halt mit TLS. Ja. Kurzes Beispiel, also wenn ich jetzt mache auf meinem Laptop pingmwarning.de.p2p, dann wird dann halt das abgefangen, weil das eben halt auf diese spezielle, nicht existente, also nicht offiziell benutzbare Domain, Top-Level-Domain halt endet. Und im Grunde halt wird dann halt mwarning.de halt gehasht und dann und das wird dann halt über die DHT aufgelöst. Ich kriege ein paar IP-Adressen raus und dann, was man Cut macht, ist, der geht einfach die IP-Adressen durch, versucht eine TLS-Session aufzumachen, also wie HTTPS und genau, und muss quasi dann die andere Seite, also mein Server, dann beweisen halt, dass sie halt passend den Private Key dazu hat, also das, oder ja, das Zertifikat. Genau. Und dann wird diese IP-Adresse halt durchs System an den Anfrager, also an den Browser oder jetzt in dem Fall hier Ping halt weitergeleitet und genau, und kann dann halt anpingen oder die Webseite aufrufen. Im Webserver wird dann einfach noch eine TLS-Session gemacht, da wird dann HTTP drüber gemacht, da kommt dann die Webseite, ja. Okay, ja, blöd, diese ganzen Zertifikatstrukturen halt ist zwar nett zu nutzen halt, aber wenn man halt komplett ohne halt arbeiten möchte, da habe ich eine Möglichkeit, dass man einfach so Elliptic Curve Cryptography Key Pairs benutzt. Im Grunde, man kann so Key Pair halt machen, das ist dann halt eine Datei, wo der Secret Key drin ist und dann so einen hexadezimalen Public Key mit p.p2p. Das kann man dann einfach irgendjemandem geben, der auch Cutnote halt auf seinem Rechner hat. Cutnote fängt das halt ab und benutzt den Public Key halt, um IP-Adressen zu sammeln, wem gehört das? Und dann wird das halt authentifiziert über diese Public Key Exchange. Also mein Server muss dann beweisen, dass er den Private Key hat. Und genau, und dann ist das authentifiziert und der Browser ruft die Seite auf. Ja, im Grunde, also ich benutze zurzeit ein Elliptic Curve-Verfahren, das halt nicht so das ist, was ich eigentlich benutzen möchte. Ich möchte eigentlich ED25519 halt, wer es kennt. Also ich glaube, das so bei allen Crypto-Talks taucht das irgendwo halt auf, möchte ich das verwenden. So ein bisschen NSA-sicherer und so weiter und eher geeignet für den Zweck, für den ich es verwenden möchte. Problem ist nur halt, ich warte noch, dass Embedded TLS dafür Support einbaut, weil die folgen einfach nur dem Standard halt und wenn das nicht im Standard steht, dass man das halt nutzen muss oder kann, dann implementieren sie es auch nicht. Okay, ja, Conclusion. Es funktioniert für mich. Es ist sehr simpel und klein.
Problem ist, es ist ein bisschen langsam, weil halt sowas, so eine IP-Adresse halt aufzulösen über über das BitTorrent-Netz ist halt relativ langsam. Aber das ist jetzt, der wäre dann so jetzt der nächste Schritt, das halt schneller zu machen. Und zwar gibt es da so Paper, die dann halt sagen, dass es möglich wäre, halt das auf unter eine Sekunde oder eine Sekunde halt runterzubekommen. Was dann halt wirklich ist, etwas ist, wo man halt mitarbeiten kann. Okay. Source Code ist auf GitHub, kann man sich anschauen, Pakete sind auch dort, kann man runterladen, installieren. Für die genannten Betriebssysteme sollte es dann funktionieren. Auch falls es Probleme gibt, einfach meldet euch. Danke. Okay, Frage dahin. Danke erstmal. Wird neben A-Records auch andere DNS-Namen oder Features unterstützt, wie Service-Records oder C-Names? Ja. Und das ist gut, weil wegen der Zeitproblematik, es wäre überhaupt auch kein Problem auf den lokalen Routern, wo die Clients angeschlossen sind, dass dort beispielsweise DNS-Mask-Instanz läuft, die dann sowieso halt dann auch Namen über Cutnote resolven kann und ja, die Ergebnisse halt dann zwischenspeichert für die Clients. Genau, man könnte es halt für das Freifunknetzwerk für ein dezentrales DNS halt benutzen, weil es eben auch nicht auf das Internet angewiesen ist. Es kann lokal laufen und dann halt wird die IP aufgelöst und also es ist, unter OpenWRT zum Beispiel läuft es einfach so, die IP DNS-Mask kann man halt konfigurieren und sagen, hey, alles was auf .p2pe zum Beispiel endet, muss weitergeleitet werden halt an ein anderes Programm, an einen anderen DNS-Server und da ist das, als das kann eben Cutnote halt funktionieren. Also der hat einen eingebauten DNS-Proxy, den man einkompilieren kann, ich glaube der ist per Default auch so drin halt für OpenWRT. Und ja, und der unterstützt dann auch Service Records und so weiter. Das heißt, das ist halt VoIP-freundlicher. Voice over IP. Okay. In welchem Bereich liegt denn das Timing zu der Auflösung? Wenn du sagst, eine Sekunde wäre das erstrebenswerte Ziel. Das ist das erstrebenswerte Ziel. Realität ist, glaube ich, halt ein paar Sekunden. Das hängt davon ab, wie gut die Node halt, also wie lange sie schon läuft oder ob sie halt schon relativ viele Peers halt kennt. Es läuft so halt, dass das Cut-Node halt gebootstrapped wird, entweder durch Local Peer Discovery oder man gibt ihm halt so ein paar BitTorrent-Server, vielleicht vom Debian-Projekt. Das mache ich ganz gerne. Muss ein bisschen warten, bis der halt ein paar kennt und kann dann halt relativ schnell auflösen. Das geht dann halt wieder schneller. Wenn man es gleich gestartet hat, dann dauert es relativ lange. Das heißt, Cutnote muss halt ein paar Sekunden schon laufen, naja, vielleicht ein paar Minuten, bis das halt einigermaßen zackig geht. Außerdem ist es ja so, dass ich natürlich dann auch cache halt die Einträge, wenn sie halt verifiziert sind, die IP-Adressen, und dann nochmal nachgefragt wird, dann wird es halt nochmal gesendet. Aber wenn halt nochmal nachgefragt wird, wird dann auch nochmal extra geschaut, dass es halt, also es wird im Hintergrund erstmal schon mal die gecachte IP-Adresse weitergegeben, aber es wird dann gleichzeitig nochmal nachgefragt im Hintergrund, um das nochmal zu verifizieren. Es kann ja sein, dass die IP-Adresse sich geändert hat. Das heißt, wenn es halt einmal resolved ist, eine Domain dann, also es muss man einfach einmal vielleicht durch einen Ping triggern, dann ist es halt sehr schnell. Ich hätte zwei Fragen. Die erste Frage, wie sieht denn das mit Reverse-IP-Lookups aus? Ja, ich bin ein bisschen krank, sorry. Das ist nicht so, das, ja, egal. Also, Reverse-IP-Address-Lookup habe ich nie probiert, sollte gehen. Einfach .p2p dranhängen, der wird das über einen SHA 256 drüber laufen lassen und dann habe ich die ID, die ich über das BitTorrent-Netz nutzen kann. Okay. Ja. Die zweite Frage wäre, ist das nicht ein bisschen empfindlich auch gegenüber Denial-of-Service-Attacken? Ich meine, ich könnte ja in das DHS-Netzwerk könnte ich ja für einen Namen 500 Sachen einspeisen und dann würde der Resolver würde ja die alle IP-Adressen durchprobieren, wo der richtige HTTPS-Server durch ist. Genau. Aber da könnte ich natürlich die Zeit bis zum Auflösen ins Unermessliche steigern. Jein, die Auswahl der IP-Adressen bekommst, wird wahrscheinlich mehr oder minder halt zufällig sein. Und daher würde ich behaupten, dass es halt schwierig ist, aber es ist möglich. Ja, es ist auf jeden Fall zu stören. Es ist halt ein simples System und das wäre halt ein Ansatz, es zu stören. Okay, aber das ist auch nicht so gewollt, dass es alles perfekt kann. Ja, es sollte erstmal halt simpel sein und einfach und das erfüllt es. Aber die Einträge halt, die man announced halt, die muss man halt alle 10, 15 Minuten, glaube ich, halt neu announcen halt. Sonst, das ist so ungefähr die Zeit, in der hier die Knoten halt Einträge vergessen.
Das heißt, man muss da immer hinterher stehen und weiter irgendwelche falschen Adressen nochmal dann nochmal neu announcen. Ja, da war noch eine Frage. Allerletzte Frage. Okay. Na, es wäre eine Ergänzung zum Angriffsvektor, die ein Peer kann auch einfach sagen oder behaupten, ich kenne all diese Hashes und ich liefere halt Ergebnisse und entweder liefere ich halt gar keine Ergebnisse oder ich liefere halt falsche Ergebnisse und kann dadurch halt die gesamte Information im Netz halt stören. Ja, das kannst du probieren. Also alle Schwächen, die BitTorrent hat, hat sicherlich Cutnode auch, aber halt für den, was es halt leisten soll, funktioniert es für mich und ja. Okay. Dann sage ich, wenn es keine weiteren Fragen gibt, danke und ja.